Herzlich willkommen zur Hausapotheke für die Seele. Im heutigen Video möchte ich kurz darüber sprechen, was es bedeutet, wenn mich eine Pflanze abstößt, wenn ich eine Pflanze gar nicht mag. Sei es, indem ich jetzt aus dem Kartenset eine Pflanze ziehe, die ich nicht will, sei es, dass ihr vielleicht ein Video von mir gehört habt oder seht, ja, in dem Video geht es um diese oder jene Pflanze, oder jemand schenkt euch eine Pflanze, die wollt ihr nicht, oder es ist im Essen eine Pflanze, die ihr gar nicht möchtet. Was bedeutet das? Auch ich habe Pflanzen, die, also Süßholz zum Beispiel im Tee, mag ich gar nicht, oder Wermut eben. Und ich erlebe es auch in der therapeutischen Arbeit mit Klienten manchmal, dass jemand eben eine Karte zieht und sagt, Pflanzenkarte, boah, nein, das stimmt überhaupt nicht. Das ist eine falsche Karte gewesen. Ja, was heißt das? Wir Menschen sind eben so gestrickt, dass uns ein Teil von unserem Setup bewusst ist, und ein großer Teil auch nicht. Es gibt, jeder Mensch hat eben einen Schatten. Dinge, die wir nicht möchten, die wir verdrängen. Und so Pflanzen oder auch Pflanzenkarten, die wir vehement ablehnen, die deuten oft darauf hin, dass da ein Schattenaspekt darinnen verborgen ist. Ich habe beim letzten Video zum Beispiel ganz kurz die Pflanzenkarte Sternanis gezeigt, Survival. Gerade Sternanis, dieser Geschmack, ist für viele Leute unangenehm. Und diese Karte Sternanis, ich kann sie noch einmal zeigen. Der habe ich ja den Aspekt Survival zugesprochen. Und die Qualität davon ist wirklich ganz klar. Es ist so, wie wenn eine Ratte in die Enge gedrängt wird, dann einfach alles oder nichts. Sie springt und sie beißt. Also so eine Qualität ist das. Und gerade Menschen, die sehr empathisch sind und sehr feinfühlig sind und viel Harmonie wollen, die können diese Qualität oft nicht leben. Das ist zu bedrohlich, sich so einzusetzen und im schlimmsten Fall auch zuzubeißen. Und dennoch ist das in manchen Situationen notwendig. Also das wäre zum Beispiel auch für mich jetzt eher etwas, was im Schatten liegt. Etwas, was mir nicht so leicht fällt. Und wenn ich jetzt so eine Karte ziehe, wie die Sternanis, ist es eine Erinnerung, da genauer hinzuschauen, ob ich meine Grenzen klar ziehe in einer bestimmten Situation oder ob ich ausweiche und einfach gute Miene zum bösen Spiel mache und mit allen Freundinnen sein möchte, obwohl es eigentlich überhaupt nicht passt. Es gibt auch den Fall, dass Menschen eine Karte jetzt nicht so vehement ablehnen, aber einfach das Gefühl haben, hoppala, die Karte, die zeigt mir, dass ich davon eigentlich viel zu viel habe. Auch das ist möglich. Dass die Gewohnheit mich zwar immer wieder zu einer bestimmten Qualität hinzieht, aber in Wirklichkeit ist es schon zu viel in meinem Leben. Auch das ist möglich, dann kommt durch die Karte oder durch diese Pflanze, wird einem das bewusst, ja. Hiervon sollte ich mehr Abstand nehmen und eigentlich einmal genau das Gegenteil machen, als das, was da sozusagen die Pflanze suggeriert. Vielleicht hast du dich schon gefragt, wie du selbst mehr Zugang zu Pflanzen bekommen kannst, zur seelischen Bedeutung von Pflanzen. Dem möchte ich im nächsten Video nachgehen. Schönen Tag!